eigentlich eher gut gesagt, es ist kein Hobby, es ist kein Beruf, es ist eine Leidenschaft. Wenn einer mir sagt, du bist 2 Sekunden langsamer, bin ich nicht ein Typ, der sagt, ey, danke, cool, und ich sehe einfach, was passiert. Nein, dann arbeite ich daran, das umzusetzen. Ich bin Larry de Forde, bin 20 Jahre alt, komme aus den Niederlanden und bin Fahrer bei das Team Project One. Motorsport ist, glaube ich, eigentlich entstanden eher wieder von einer Gefühlsache. Mein Vater hat früher mal Rallye gefahren, aber mein Vater hat immer geguckt, okay, wie quer geht das Auto zu der Leitplanke hin und versucht so eng wie möglich dran zu gehen. Ja, die Leute fanden das natürlich cool, aber manchmal hat er einen platten Reifen dadurch gehabt. Und eigentlich von dem Moment, wir sind mal zum Indoor-Karpan gegangen mit Freunden und so ist die ganze Sache entstanden. Das war noch ein Indoor-Karpan in Rheine und danach sind wir zum Outdoor-Karpan, Karpark Emsbüren. Und da bin ich auch aufgewachsen, da habe ich meine Sache gelernt. Mein Vater hat immer gesagt, wer bremst, der verliert. Aber gut, wenn man ein paar Mal danach in die Reifen legt, dann war es doch leider nicht so. Man muss auch bremsen. Und da habe ich die ganze Sache gelernt von Birgit Kraus, meine damals Mechanikerin, und Teamchef Wolfgang Kraus. Und so ist die Sache sich eigentlich entstanden bis der Tag von heute. Wenn mein Tag anfängt, ist dann mal, dass man natürlich wahrnimmt, dass man wach wird am Morgens. Und eigentlich ab dem Moment ist es schon Autosport. Es ist schon, ich werde wach, ich sehe meine Sache, auch wie der Tag eingeteilt ist. Und es ist eigentlich so schwer zu beschreiben, weil ich weiß sicher, in anderen Sporten, wenn du mir einen Fußball vorlegst, ich glaube, wenn ich dahin will schießen, geht der Ball der andere Seite hin. Aber auf das Grund von Autosport, Kartsport, Motorsport habe ich das Gefühl, ich weiß da, was ich tue. Und das kommt einfach, weil ich bin da jede Zeit mit beschäftigt, 24/7, versuche mich immer noch wieder rein zu verbessern. Also das Jahr 2006 war eigentlich sehr interessant. Am Ende Resultat sehr gut gelaufen, Meister gewonnen. Aber den Aufwand, die Energie war sehr viel. Ich habe nicht nur allein gefahren, aber auch das komplette Sache drum. Ich bin der Auto zu der Rennstrecke hingefahren, zusammen mit das Team dem Setup gemacht, vorbereitet und so sind wir das Rennwochenende reingegangen und auch die Cooldown. Das Vorbereiten wieder von das Auto zu dem nächsten Rennen. Und am Ende doch sehr interessant gelaufen, viel gelernt und Meister gewonnen. Ich halte eigentlich zwei Sachen immer. Du hast immer die Realität und wie du über die Realität denkst. Und das Denken, das ist eigentlich, ich glaube, in meinem Fall die stärkere Sachen. Auch wenn es in bestimmte Sachen nicht weitergeht, in das Kopf geht es immer weiter. Und wenn du immer das Gefühl hast von, es geht weiter und die Sachen in Zukunft, egal wie, die würden sich einfach so entwickeln, ja, dann wird die Realität sich automatisch auch dahin biegen. 17, das ist bei jedes Jahr, was ich mache, das Maximale rausholen. Und das Maximale ist, um auf Platz 1 zu fahren. Senna hat immer gesagt, Platz 2, da fangen die erste Loser an, die erste Verlierer. Und das ist sicher etwas, was ich nicht will werden.